Moin Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Online-Battle auf meinem Kanal, natürlich Wurm 2 Toto. Und ja Leute, wir sind mal wieder da und zwar bin ich dieses Battle alleine im Kommentieren. Das ist natürlich mal wieder was ganz anderes, denn ein Live-Battle, was ich alleine mache, das ist etwas Besonderes. Denn Leute, ich spiele gegen einen Abonnenten, den netten Lauritz Wagner. Ich habe einfach mal random ein Spiel aufgemacht in Wurm 2 und habe mir gedacht, lass mal die Leute reinkommen. Anscheinend kam jemand rein und der hat jetzt das Vergnügen, mit mir spielen zu dürfen. Ja Leute. Wir sind deswegen auch bereit. Ich spiele Coltis, er ist die netten Averna. Und wir müssen ihn jetzt besiegen. Ich habe etwas Ausgefeiltes dieses Mal dabei. Das werde ich euch jetzt auch präsentieren. Denn Leute, ich habe sehr viel östliche Sperrkämpfer. Denn heute setze ich mal auf den hohen Geschossschaden dieser Einheit. Fangen wir erstmal an, dabei die Armee aufzustellen. Als Linie spiele ich nur 4 Coltige Adlige, die ich auch langziehen werde. Und das war's. Meine Linie ist somit relativ schwach. Und wird natürlich nicht den Kampf gewinnen können, vor allem nicht gegen Barbaren. Aber das ist okay, denn wir haben 6-mal östliche Sperrträger dahinter. Nicht Sperrkämpfer. Und ich würde sagen, noch ein bisschen kleiner machen wir die Linie. Damit die natürlich viel robuster ist. So, das ist es mit der Linie gewesen. Jetzt kommen wir zu den Flanken. Denn auf der Flanke spiele ich einmal Axtkämpfer mit Leimpanzer-Schwertkämpfern kombiniert. Was natürlich eine sehr nette Kombo ist, womit ich halt mit den Schwertern halt ihn abfangen kann und die Axt dann halt besiegt ihn dann. Und an sich habe ich noch östliche Sperrkämpfer. Oh, die habe ich gerade vergessen reinzunehmen. Ja, das korrigieren wir noch eben. So, dann die östlichen Sperrkämpfer müssen ganz links stehen. Das ist ganz wichtig, genauso wie sie hier ganz rechts stehen müssen. So. Das sieht doch gut aus. Und dann haben wir noch Kavallerie. Die werden wir hier noch aufstellen. Die ist nämlich auch sehr wichtig. Und ich würde sagen, wir hoffen mal darauf, dass er es nicht sieht. Und dann würden wir nämlich die Kavallerie sofort da reinlaufen lassen. Und die verstecken wir mit einem Gebüsch. Es ist natürlich ein ja, relativ noobiger Zug zu denken, dass er es nicht sieht. Aber verstecken wir mal die meisten Kaffeeinheiten von uns. Und ja, somit wäre das erstmal mein Plan. Ich wäre an sich ready. Ist jetzt die Frage, ob er gleich ready ist. Und ich würde sagen, meine Männer sind auf jeden Fall bereit, den Gegnern ordentlich den Hintern zu versauen. Ich hoffe natürlich, dass meine Adeligenlinie lang genug durchhält, bis meine Flanken gewinnen. Und natürlich kriegen sie ja auch die große Unterstützung der Speerträger, welche auch auf die Flanken gehen können, wenn ich das gerade brauche. Aber ich würde sagen, wir schreiben ihm, dass wir ready sind. Oder fragen ihn eher gesagt, denn ich wäre soweit. Das Wichtige ist natürlich, dass unsere Adelsblutkavallerie in diesem Match eigentlich sehr, sehr bedeutend ist. Das ist eine sehr, sehr gute Nahkampfkavalleristeneinheit, welche natürlich nur den Nachteil hat, dass sie nicht diszipliniert ist. Das heißt, die ist eigentlich sehr schnell weg, wenn der Gen tot ist. Dann würde sie nämlich irgendwo reinchargen, wird ein bisschen zurückgehauen und ja, dann wäre sie weg. Das wäre blöd. Weil wir können so tun, als wäre der Gen die Kavallerieeinheit auf der Flanke und die zeigen wir offen. Somit würde er denken, dass pro Flanke einmal Adelsblutkavallerie gespielt wird und ich nicht das Geld hatte für eine weitere. Ja gut, das mache ich so. Ich denke, in 10 Sekunden muss ich auf Ready klicken, auch wenn ich das nicht gerne mache, aber ich würde jetzt gerne zocken. Einfach nur zocken, was schreibt er? Okay, er ist ready, perfekt. Gut, er ist Etruskische Liga, gar nicht Averna hier. Upsi. Das heißt, er ist Charge-schwächer. Er spielt Axtkämpfer. Oh ja, jag mir bitte die Axtkämpfer als allererstes rein. Das Einzige, was die haben, ist Rüstung. Das freut meine Speerträger. Was hat er dahinter? Italische Hoplitz und dahinter italische schwere Infanterie. Axt 2, 4 Hoplitz, 4 Schwerter. Darunter dann 3 Steilschütterer. Einmal italische Arztkampf und einmal normale, denke ich mal. Genau, auf Silbererfahrung. What? Da wird sie noch einen italischen Arztkampf fast holen können. Oh. Und noch etruskische Marine auf den Flanken mit herbern Einheiten. Ne, haben die ja gar nicht. Italische Sperrkämpfer einfach. Gut. Sein ganzes Geld steckt somit in der Linie. Finde ich interessant. Finde ich sehr interessant. Du musst dich mal bereit, hier jede Sekunde rausreiten zu können. Ich hoffe, du bist dann gleich noch versteckt. Sonst wirst du dich ganz schnell zurückbewegen. Lol. Was mache ich denn mit dir? Was mache ich denn mit dir? Ich glaube, die Flanken sind jetzt schon gewonnen. Und die Linie kann eigentlich auf... Also, eigentlich auf jeden Fall lang genug durchhalten. Da muss ich nicht mal irgendwas mit uneigentlich sagen. Checken wir einfach, ob da... Gut, Flanken bewegen wir nach vorne. Und checken gleich mal, ob da Kavallerie drin ist. Ich jag einfach meinen Gen rein. Das könnte seinen Tod bedeuten, aber... Heute machen wir YOLO. Gut.
Die Flanken müssen auf jeden Fall weiter vorrücken. Was dafür sorgen kann, dass er hier in den Rücken läuft. Aber das ist okay. Dann geht er nämlich in den Rücken meiner Kolchigen Adligen, weil die Schützen weglaufen und dann beballere ich ihm in den Rücken. Gut. Weiter rüber. Ja, er versucht, seine Männer Richtung Linie zu retten. Finde ich okay. Die Kaffe halten wir noch zurück. Er kann mich sogar hier drin sehen. Na gut, holen wir die jetzt einfach mal rüber. Soll er sie sehen. Er hat eh keine eigene Kavallerie, um dagegen vorzurücken. Denn, Leute, guckt euch das an. Die italische Adelskavallerie hat Schwerter. Das heißt, ihr habt eine Bonus gegen Kavallerie von 0. Wenn ich es schaffe, mit meiner Adelsblut seinen Gen zu bekommen, dann bin ich mega happy. Ach ja. Formationsangriff aus. Ich bin deutlich überlegen. Kavallerie. Ja, er schickt seinen Gen dahin, wo ich eine weitere Kavallerie-Einheit schicke. Ist eigentlich ein Fehler. Er versucht natürlich damit auszugleichen, dass ich hier eine Kavallerie-Einheit mehr habe als auf der anderen Flanke. Aber er kann diesen Kampf hier sowieso nicht gewinnen. Sei denn, er versteckt hier noch was. Aber solange er das nicht tut, verliert er hier sowieso. Dann macht es keinen Sinn, da noch seinen Gen zu schicken. Er sollte lieber versuchen, auf der Flanke, wo ich weniger Einheiten habe, einen Sieg zu erringen. Damit der eine Flanke absichtlich verliert und die andere absichtlich gewinnen kann. Ja komm, schick deinen Gen rüber. Ihr geht mal bitte da rein. Warte es einfach hier. Oh, ich habe eine keuschigen adligen Einheit vergessen. Gut, so geben wir die Angriffsbefehle. Hier ist euch ein Speerkämpfer warten noch. Ja, die werden nämlich in den Kavalleriekampf reingehen, sobald er begonnen hat. Das heißt, ihr rennt hier schon mal rüber. So, du rennst jetzt. Gut, jetzt kann er auf den Flanken nicht mehr richtig agieren. Das heißt, die Linie geht nach vorn, damit seine Einheiten da stehen bleiben müssen. Er ballert mir in die Flanke. Ist okay, meine Leinpanzerschwertkämpfer halten das aus. Hat er da jetzt was? Nein, sonst würden seine Männer hinkommen. Er würde nicht den Trupp da alleine opfern. Gut, hier reagiert er nicht mehr. Unsere Chance. Er lässt mich chargen. Okay. Ich passe mich noch ein bisschen an. Und dann lasse ich mich beballern. Warte, ich habe eine Idee. Wenn er auf Automat schießen hat, sollte die Einheit gefokust werden. Perfekt. Die schnappen sich jetzt einen schönen Charge. Er dreht die... Er hat die umgedreht. Was? Gut, wir machen Druck auf seinen Gen. Sowohl auch auf die Schützen, die da hinten stehen. Kommt rüber. In der Linie warten wir noch. Ja gut, die eine ist natürlich direkt tot. Axtkämpfer im Rücken ist nie schön. So. Wir schneiden dann hier noch den Weg ab. Du gehst dann hier rein. Ihr geht hier rein. In den Kavalleriekampf. Unser General wird angegriffen. Ist okay. Aber nicht schützen. Gut, jetzt ist genug Stress. Jetzt kann ich dafür sorgen, dass meine Speerkämpfer auf jeden Fall ihre Speere werfen können. Und er nicht früh genug gegenchargen möchte. Wir könnten ihre komplette Muni loswerden. Er hat umgedreht. Chargen wir trotzdem rein. Gut, Rückzug mit euch. Yep, denn eine dumme Zweilinie wird mich nicht aufhalten. Gut, da habt ihr schon gleich gewonnen. Die Einheit besiegt ihr auch. Die östlichen Speerkämpfer tun ihren Job. Ich mag die Einheit dafür eigentlich sehr. Gut, raus mit euch. Gut, jetzt geht er rein. Ich kann nichts anderes machen als stehen bleiben, sonst funktioniert Ansturmabwehr nicht. Und eine Phalanx wird dafür sorgen, dass er an den Flanken übergreift. Warten, einfach nichts tun. Einfach nichts tun. Und jetzt aufspießen. Ansturmabwehr. Zack, direkt abgestochen. Das finde ich doch schön. Gut, der spielt ja immer noch eine dünne Linie. Da kann ich eigentlich wieder reinchargen. Gut, raus mit euch. Perfekt, die brechen direkt. Ja gut, ich charge mal die Schwerter, weil das mich automatisch vorbringt zu den anderen. Gut. Es freut mich zu hören, dass die kolchigen Adligen kaum Verluste davon bekommen haben. Ja gut, die werden jetzt hier abgeschnitzt. Ist klar. Oh ne. Wollte mal die schützen. Ja, die östlichen Speerkämpfer verlieren natürlich gegen die italische Arztkraft. Die sind nämlich sehr, sehr infanteriestark. Gut, gegen die brauche ich... Na, ich weiß nicht. Ne, gegen die mache ich keinen Charge. Schlechtere Gewichtsklasse. Und schlechteren Charge. Es hat keinen Sinn, dagegen zu chargen. Ihr geht da rein.
So, die Axtkämpfer kommen erstmal hier lang. Ihr geht da rein, ihr geht da rein. Nicht gegenchargen. Schön abwarten. So, wollen wir das doch sehen. So, und ihr geht jetzt hier raus und die letzten... Ah, ich habe die ein bisschen zu spät rausbewegt. Jetzt macht ihr das an. Gut, jetzt geht er hier rein. Jetzt ist abgelenkt. Weiter. Gut, chargen lassen bitte. Und jetzt ist es... Wäre es schau, die Phalanx anzumachen. Er geht auch direkt in die Phalanx über. Gut, eben ist da rein. Mit Promotionskraft natürlich aus. So, die Schützen weg, die schießen meinen Gen ab. Er sollte den Kampf nämlich locker gewinnen, da er einen Bonus gegen Groß hat. Und dann jagt ihr hier Schützen. Denn ihr geht jetzt hier raus und ihr kämpft dagegen. Gut, ihr passt euch an von Winkel. So, dahin, dahin, dahin. Na, dahin, dahin, dahin. Angriff. Perfekt, ihr macht euch schon kaputt. Ihr geht in die Schützen. So, schön lange durchhalten. Perfekt. Ihr könnt jagen mit der Kavallerie. Ah, die ist ja gar nicht fast tot. Die richtig Tote ist ja tot. Ja gut, dann sollt ihr nicht jagen. Dann, sonst werdet ihr verschwendet. Du holst hier ein paar Schützen. Du kannst dich selber frisch machen, oder? Ja, natürlich. Sich selber frisch machen ist immer eine gute Sache beim Gen. So. Schleichen wir das mal hier ein bisschen. Ja, die Kolchen Gartling kriegen hier vermehrt Druck ausgeübt. Oh ja, die Hoplite-Einheit hat vorbeigebackt. Gut, dann stelle ich mich hin und werf Speere rein. Ja, und jetzt gönnst du dir diese Einheit. Komm, jag die Schützen. Perfekt, da gehen die Axtkämpfer rein. Freut mich zu hören. Jetzt kommt der Kavallerie-Charge in den Rücken und jetzt kommt Gebeam! Zack! Zack! So will ich das haben. Ihr sammelt euch hier mal. Ihr könnt jetzt reinchargen, wenn ihr... Gut, ihr müsst dagegen chargen. Ihr hört auf reinzuschießen. Ihr geht mal da in die Infanterie. So, stellt euch mal da auf. Bleibt ruhig so, wie ihr seid. Gut, die Einheit wankt. Promotionsangriff aus mit euch. Ihr chargt da gleich rein. Gut, die Einheit sollte gleich tot sein. Ihr könnt weiterjagen. Ihr seid sehr gute östliche Speerkämpfer. Ja gut, dass ihr aus den Speerkämpfer in den Rücken reingehen, interessiert die Einheit schon nicht mehr. Oh, mein Gen könnte sterben, sei vorsichtig hier. Oh shit, da bin ich zu nah rangegangen. War vielleicht doch nicht so schlau. Eigentlich sieht es sehr gut aus. Kavallerie macht im Luftfahrt einen zweiten Charge. Mein Gen. Okay, ist endlich fertig. Natürlich wendet die Schlacht sich zu unserem Gunsten. Und ihr hört auf, da reinzuballern. Die Schlacht war schon fast entschieden, als es losging. Da hatte ich ein bisschen besseres Positioning. Hätte den Linienkampf, glaube ich, vorschieben sollen, aber so passt das schon. Du bleibst jetzt einfach nur hier stehen und pusht Moral. Hier wird er vorbeilaufen. Hier rein. Die aus den Speckköpfen sind dafür zu scheiße. Ich will nicht Freunde fliehen haben. Ja, komm, geh da nochmal rein. Da ist ein Quäntchen, wo du reinchargen könntest. Gut, alle keine Money. Was schreibt da? Muss leider los. Bitte nicht auf YouTube. Ja, die Schlacht war nun leider schon vorbei. Schlacht war leider schon vorbei. Ja, Leute, was soll ich zu der Schlacht sagen? Ich fand sie ziemlich nice für mich. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Lauritz auch so gilt, aber man sieht, glaube ich, sehr gut, dass meine Flanken überwiegend gewonnen haben. Die Linie war perfekt, was das solche Art angeht. Ich liebe Ansturm abwehren für die Kolchigen Adligen, weil das eine Fähigkeit ist, die natürlich perfekt auf denen funktioniert. Ich konnte den Charge der Axtkämpfer einfach nur wegwerfen. Die schönen Speerwerfer haben den natürlich auch noch beendet. Das war ein sehr, sehr guter Konter und ich würde sagen, wir haben ihn da ziemlich auseinandergenommen. Ich hoffe natürlich, dieses Battle hat euch wie immer gefallen. Ich würde sagen, man sieht sich wie immer beim nächsten Mal. Ciao, Leute.